Wie ihr sehen könnt, ist MELT eine Abkürzung für Medienkompetenzen entwickeln, lernen und teilen. Wir sind an der Leibniz-Uni Hannover tätig im Bereich E-Learning, also am E-Learning-Service, und sind ein separater Bereich vom Team Mediendidaktik. Und heute sind wir hier, um zum einen uns und unsere Arbeitsweise vorzustellen und wie konkret unser Einsatz aussieht, und zum anderen unsere Teilnahme an der Digital Changemaker Challenge vorstellen, durch die wir eine Förderung bekommen haben. Wir gehen dann auf die Workshop-Reihe ein, die wir mit dieser Förderung mit Studierenden der LUH durchgeführt haben. Ja, und anschließend hoffen wir, dass wir am Ende noch in den Austausch kommen. Notiert euch gerne Fragen während des Vortrags, dann können wir sehr gerne nachher drüber sprechen. Ja, und als erstes haben wir kurz und knackig zusammengefasst, was die Arbeit bei MELT für uns ausmacht, und wollten unsere drei Ziele mit euch teilen. Wir sind bei MELT, weil wir die digitalen Kompetenzen gemeinsam mit anderen Studierenden aufbauen wollen und dabei auf Augenhöhe kommunizieren. Das heißt nicht, wir haben hier Ahnung und sagen euch, wie es richtig ist, also auf gar keinen Fall von oben herab, sondern gemeinsam. Also wir sind nicht perfekt und wir wissen auch nicht alles. Für diese Zoom-Session musste ich auch von Aline gebrieft werden, weil wir einfach nicht so viel mit Zoom arbeiten, sondern mit BigBlueButt. Genau, also jeder aus dem Team bringt eigene Kompetenzen und Themen mit. Und wir betrachten unsere Community auch auf Augenhöhe, ziehen ihre Vorschläge, Meinungen mit ein, verarbeiten Feedback, den wir bekommen, dann so gut wie wir können, beziehen dann in den Monatsthemen ein. Genau, später dann dazu, was Monatsthemen sind. Und wie das passiert: Wir haben eine Online-Community auf der Plattform StudIP, das ist unsere MELT-Community, unsere Leserschaft und unsere Mitwirkenden auch. Und was wir tun, ist, für diese Studierenden relevante Themen aufzubereiten und zum Austausch anzuregen. Konkreter sind das Beiträge zu ausgewählten Monatsthemen, detaillierte Informationen zu Tools und Austausch in den Foren. Genau, das klingt alles gut, aber was sind die Besonderheiten? Was unterscheidet MELT nochmal von anderen Angeboten von Hochschulen? Darauf wollten wir noch explizit zu sprechen kommen. Ein Punkt ist die Art der Wissensvermittlung. Hier bemühen wir uns sehr, wenn wir zum Beispiel ein Tool vorstellen oder ein Schwerpunktthema haben, dass wir es auch kritisch hinterfragen und unsere persönliche Empfehlung aussprechen. Das heißt, wir packen nicht einfach ein Tool in unsere Sammlung, sondern gehen etwas in die Tiefe, fragen uns, für welche Nutzendengruppe ist das relevant, welche Probleme könnten bei der Nutzung auftauchen, wie sieht es mit dem Datenschutz aus. Genau. Und dann steht natürlich die Beteiligung von Studierenden aus der Community im Vordergrund. Wir freuen uns über jedes Feedback von außen, nehmen es ernst, bemühen uns dann so gut wie möglich, diese Stimmen aus der Community aktiv zu hören und die Perspektiven genau bezüglich Medienkompetenz und Digitalität allgemein auf die einzugehen. Das heißt, wir haben hier einen Peer-to-Peer-Learning-Ansatz. Nicht nur wir als Team unter uns, unter sich lernt dazu, sondern wir profitieren auch von der Interdisziplinarität der Gruppe auch. Genau, wir schätzen es sehr, dass wir als komplett studentisches Team die Inhalte selbst bestimmen dürfen und unsere Beiträge auch eigenständig umsetzen und kreativ umsetzen dürfen und versuchen, das bei der Community auch zu fördern und sie zum Mitgestalten zu bewegen. Genau, das vielleicht so mal als Teaser zu den Workshops. Ich muss kurz einen Schluck Tee nehmen, ich bin ein bisschen erkältet. Genau, und jetzt wollten wir euch ganz konkret zeigen, wie unsere Arbeitsweise aussieht, und haben hier mit Screenshots gearbeitet, damit wir das gut veranschaulichen können. Genau, unsere Hauptplattform, auf der wir tätig sind, ist StudIP. Das ist eine Abkürzung für studienbegleitender Internet-Support von Präsenzlehrer. Genau, das ist das offizielle Campus-Management-System der Leibniz-Uni Hannover. Das heißt, alle Studierenden müssen auf der Plattform angemeldet sein,
Ich weiß nicht, wie viele von euch die Plattform kennen, aber viele kennen vielleicht Moodle. Das ist auch eine Plattform, die Hochschulen benutzen für Kursorganisation, Datenupload und so weiter. Ich glaube, StudIP hat noch ein paar mehr Funktionen. Zum Beispiel haben wir dieses Videokonferenz-Tool BigBlueButton dort eingebaut. Genau. Und wir haben auch, also ich weiß, dass es an vielen Unis und bei Gruppenarbeiten immer Chaos gibt, wer erstellt jetzt den Raum oder wenn man sich kurz digital absprechen muss, wo treffen wir uns jetzt, welche Software nutzen wir. Da haben wir uns überlegt, dass es eine tolle Möglichkeit wäre, direkt bei uns in der Community Räume zu erstellen, die man jederzeit nutzen kann. Dann brauchen sich die Studis auch keine Gedanken machen, wo sie jetzt Link erstellen und was sie nutzen sollen. Und ist auch datenschutztechnisch bis jetzt am sichersten, glaube ich. Genau, und so sieht unsere Startseite aus, wenn man die Melt-Community betritt. Wir sehen erstmal hier die Beschreibung der Veranstaltung und genau, ich muss mal ganz kurz hierhin noch, die Beschreibung der Veranstaltung, hier steht noch, Zeittermin stehen nicht fest, weil wir kein Kurs sind, sondern ein laufendes Angebot. Hier sind nochmal die Ankündigungen zu unseren letzten Veröffentlichungen vermerkt und unsere wichtigsten Funktionen. Das ist zum einen das Wiki, unser Herzstück, unser Meldkalender, den wir regelmäßig mit Terminen füttern, uni-extern, uni-intern und extern. Das macht immer unsere Kollegin Elif, die heute nicht da ist. Die macht sich mal sehr viel Mühe mit der Recherche. Macht immer neue spannende Veranstaltungen rein. Den Kalender kann man abonnieren und in den eigenen Kalender integrieren, das ganz praktisch ist. Und was hier in der ersten Zeile steht, sind unsere Monatsthemen, von denen ich gesprochen habe. Im Oktober haben wir das Thema Future Skills behandelt. Und das ist die Ankündigung vom letzten Oktoberbeitrag. Was haben Hochschulen mit Zukunftskompetenzen zu tun? Und in der oberen Zeile ist die Ankündigung für unser November-Monatsthema. Hier sprechen wir über Data Literacy und Data Science aktuell. Genau, dann sind noch das Forum und die Aufzeichnungen unserer Hauptfunktion. Genau. Zeige ich euch dann auch gleich. Das sind diese Meetingräume, von denen ich gesprochen habe. Genau, so sieht unsere Wiki aus. Unser Wiki, genau. Unser Herzstück, wo alle wichtigen Informationen landen, die wir der Community zur Verfügung stellen. Das sind einerseits die Themen des Monats, unsere Sammlung von Tools und Services. Dann nochmal spezifisch aufgeführt haben wir Angebote zu digitalen Medien an der Leibniz-Uni und separat nochmal die Rubriken Neues von Meld, Angebote und Veranstaltungen. Hier sind zum Beispiel Dokumentationen zu unseren Workshops zu finden und Meld out of the box. Hier landet dann alles, was ein bisschen aus der Reihe tanzt. Und Neues von Meld. Vielleicht wird auch Neues von Meld die Aufzeichnung der heutigen Session landen. Müssen wir noch schauen. Genau, und dann klicken wir mal in die Monatsthemen rein. Hier sehen wir die Übersicht über die letzten Monate, womit wir uns beschäftigt haben. Also die letzten vier. Hier hatten wir im Juni das Thema Künstliche Intelligenz, Praxis, Ethik und Zukunftsvision. Im Juli das Thema Barrierefreiheit im Internet, zugänglich für alle. Dann hatten wir eine Semesterpause, also in den Ferien gibt es keine Beiträge von uns, sondern wir nutzen die Ferien für eine nach innen gerichtete Arbeit, um uns neu zu sortieren, Ideen zu schöpfen fürs neue Semester, so ein bisschen unsere Vision weiterzudenken. Genau, dann hatten wir Oktober Future Skills, Fähigkeit für die Welt von morgen und im Oktober das Thema Data Literacy und Data Science. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, kann ich euch gerne noch detaillierter zeigen, wie wir die Beiträge aufbereiten und Forum dazu verlinken und so weiter und Insta-Posts erstellen. Dann kann ich vielleicht über Screensharing auch richtig in die Plattform rein. Genau, aber vorab schon mal, die Beiträge sind sowas wie Online-Artikel. Wir haben ein Oberthema und dann
das ist das Monatsthema, und entwickeln dazu immer vier Unterthemen, sodass genau jede Woche im Monat dann ein Artikel veröffentlicht wird. Und in Kurzform ist dann jeder Artikel auch auf unserer Instagram-Seite gepostet, mit dem Verweis wiederum, dass der ganze Artikel auf Shodaiki zu lesen ist, weil das unsere Hauptplattform ist. Genau, dann kommen wir zu unserer Toolsammlung. Wir haben gemeinsam und über lange Zeit mit Unterstützung von anderen Studierenden eine Toolsammlung entwickelt. Und das Ziel ist nicht nur, die Masse an Tools zu zeigen, sondern reflektiert vorzugehen und auch einen reflektierten Umgang mit Medien herzustellen, zu motivieren bei anderen Studis. Genau, unter anderem genau, natürlich Aufklärung über Datenschutz, Besonderheiten der Nutzung. Das heißt, wir haben zu jedem Tool einen Steckbrief erstellt und diese Informationen dort zusammengefasst. Und genau, so sieht es dann auf der Seite aus. Wir haben die Tools zweifach sortiert. Also hier sind die Tools einmal nach Fakultät sortiert, denn ja, offensichtlich brauchen die naturwissenschaftliche Fakultät nicht die gleichen Tools wie die philosophische Fakultät. Genau, manche kommen natürlich auch doppelt vor. Ja, genau, das ist in der gemeinsamen Arbeit entstanden, wie gesagt, mit der Community und auch durch unsere eigene Recherche. Ja, einmal sortiert nach Fakultät und einmal nach Verwendungsart. Und das heißt, man kann direkt suchen, ob man ein Tool für Literaturverwaltung braucht oder fürs Erstellen von Präsentationen oder für Zeitmanagement. Genau, so viel dazu. Das vielleicht, wenn am Ende noch Zeit bleibt, kann ich das auch in echt alles zeigen, außerhalb der Folien. Genau. Dann wollten wir euch noch zeigen, wie unser Forum aussieht. Also wie ein Chat kann man sich das vielleicht vorstellen, indem wir Feedback zu unseren Beiträgen bekommen und auch so mal Fragen zur Nutzung von digitalen Medien. Es gibt auch eine Gefällt-mir-Funktion, wie bei anderen Social Media auch. Da kann man irgendwie auf StudioIP Punkte sammeln fürs Erstellen von solchen Forenbeiträgen. Also nicht nur bei uns, sondern allgemein auf StudioIP. Und dann kann man im eigenen Profil sehen, wie aktiv man ist auf der Plattform. Genau. Und als letzten Punkt von mir noch, unsere Kooperation mit der TIP, das ist unsere offizielle Uni-Bibliothek. Aber nicht nur das, das ist auch das Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek. Genau, und die hat natürlich wie viele andere Bibliotheken eigene Beratungsangebote, und wir als Mail-Team bieten dort eine Peer-to-Peer-Beratung an. Das heißt, man kann Termine mit uns durch diese Buttons auf der Tippseite buchen, ein Gespräch, eine Beratung mit uns vereinbaren. Und dafür haben wir zwei Themenbereiche, einmal kollaboratives Arbeiten im Studium und einmal Selbstmanagement. Genau, wir versuchen also die Grenzen ein bisschen zu öffnen und schauen, was wir auch außerhalb vom E-Learning-Service und von unseren sonstigen Angeboten noch anbieten können. Genau. Als nächstes stand zum Beispiel im Gespräch, dass wir in Zusammenarbeit mit ZQS, also mit der zentrale Einrichtung für Qualitätssicherung im Studium, so dass wir zusammen Workshops anbieten für Studis, also so qualifizierende Workshops. Ich weiß nicht, ob mit Credits oder ohne. Schauen wir dann mal, vielleicht in Verbindung mit unserem Monatsthemen. Genau. Und an der Stelle übergebe ich auch schon an Marva. Und sie erzählt euch dann zu den Workshops, die wir im Sommer durchgeführt haben, im Rahmen der Digital Changemaker Challenge. Ja, genau. Danke dir, Veronika. Nachdem ihr jetzt Meld als Angebot der LOH kennengelernt habt, jetzt werde ich euch vorstellen, was wir im Team gerne nennen, Meld in Action, wo Meld dann aktiv bei Workshops mitmacht, so wie heute zum Beispiel. Und es geht also um HFD-Workshop, Digital Change Maker Challenge. Der Workshop hat im Sommersemester in zwei aufeinanderbauende Teilen
zum Thema digitale Kommunikationskultur, was braucht es für ein gelungenes Studium, stattgefunden mit inspirierenden Vorträgen. Und dort haben wir kreative Methoden genutzt, wie Design Thinking und Zukunftsdenken. Genau. Es ist uns allen klar, dass Kommunikation sehr wichtig ist und ganz besonders in der letzten Zeit, wo alles online stattgefunden hat. Gute Kommunikation ist jedoch nicht selbstverständlich. Dafür gibt es kommunizierte Regeln und ungeschriebene Regeln. Zweifellos hat jeder von euch schon Erfahrungen, entweder gelungene Erfahrungen oder weniger gelungene, bei der Kommunikation machen dürfen. Genau, und im letzten Online-Semester haben wir alle gemerkt, dass die Kommunikationskultur sich geändert hat. Und es war uns im Team sehr wichtig, bei diesem Veränderungsprozess aktiv zu sein und die Kommunikationskultur mitzugestalten. Deshalb haben wir dann zwei Workshops durchgeführt. Beim ersten Workshop haben wir Analyse gemacht und beim zweiten dann Synthese. Ja, beim ersten Workshop gab es dann einen Überblick über die Thematik digitale Kommunikation und Aufdecken aktueller Kommunikationswege, Entwicklung einer Wunschkultur für digitale Kommunikation im Studium. Und dann haben wir mit den TeilnehmerInnen Brainstorming gemacht. Und ja, beim zweiten Workshop gab es dann einen Input zum Thema Zukünfte gestalten und Zukunftsgestaltende werden. Am Ende dann haben wir versucht, die Ideen der Studierenden zu konkretisieren, die umgesetzt werden können, um in Zukunftsarbeit mitzuwirken. Genau, nun möchte ich ins Detail der Workshops gehen. Beim ersten Workshop ging es um digitale Kommunikation. Es war ein Impulsvortrag durch Dr. Jana Panke. Sie ist eine Coachin und Mediendidaktikerin. Sie hat uns dann erzählt, wie die Kommunikation, die Übermittlung von Nachrichten auf unterschiedlichen Kanälen ist und dass die Kommunikation nicht linear ist, sondern ein interaktiver Prozess. Und sie hat dann vorgestellt, was wir für digitale Kommunikationsmöglichkeiten haben. Es gibt also einmal synchrone und asynchrone Möglichkeiten. Sie hat auch Kontexte digitale Kommunikation vorgestellt, sowie Gruppenchat, Kanalvielfalt, Aufgabenstellungen und so weiter. Und dann am Ende des Vortrags gab es auch die Do's und Don'ts bei der digitalen Kommunikation. Also worauf man so wirklich aufpassen soll, wenn man eine gelungene Kommunikation in digitalen Form schaffen möchte. Mhm. Genau, und beim zweiten Workshop ging es um Zukunft gestalten. Das war ein Impulsvortrag von Philipp Brössler, ein Transformationsdesigner. Er hat dann erzählt, wie die Welt gestaltbar ist und wird gestaltet, was für Gestaltungsprozesse wir haben, von linear zu zirkulär. Und dann gab es am Ende auch Reflexionsfragen für das Gestalten, also mit welcher Intention wird vorgegangen, wie sieht der spezielle Kontext aus und wer ist überhaupt betroffen oder auch jedoch nicht involviert. Ja, und dann ist eine Diskussionsrunde entstanden, also mit den Studierenden. Und dann haben wir daraus ein paar Ergebnisse festgestellt. Zum einen, also dass digitale Kommunikation kräftezehrend und anfällig für Missverständnisse sein kann. Bestimmte Do's und Don'ts sind zu Beginn festzuhalten. Wir haben auch gemerkt, dass eine andauernde E-Mail-Flut und Dauererreichbarkeit führt zu digitalen Übermüdung.
Zumeist wird digitale Kommunikation zur Aufgabenklärung und Bearbeitung genutzt. Das heißt, es gibt nicht mehr so viel Raum für soziale Interaktion. Genau, weil das geht leider häufig verloren. Aber wir haben auch festgestellt, dass die Nutzung digitaler Tools doch eine Chance ist, anonym in den Austausch zu kommen. Dieser Wunsch tritt vor allem im Hinblick auf Fragen und Anregungen im Rahmen von vorlesungsbegleitenden Inhalten auf. Auch die Möglichkeit größerer Flexibilität, also örtlich und zeitlich, macht digitale Kommunikation attraktiv. Und da hat unendliche Möglichkeiten, also von digitalen Medien und Tools, wo man halt neue Ideen ausprobieren kann. Ja, und dann am Ende gab es ein Outcome, also werde ich gleich dann den Ausblick vorstellen, also was wir so aus diesem Workshop bekommen haben als Ergebnis. Es gab einen allgemeinen Wunsch zur besseren Vernetzung und zum Austausch mit anderen Studierenden, beispielsweise durch Community-Foren innerhalb von Studiengängen. Das heißt also wirklich, wo diese Foren ausschließlich von Studierenden gestalten werden. Also es wird keine Dozenten oder Tutoren geben. Genau, und dann ein Teilnehmer beim Workshop hat sich geäußert, dass er seinen Studiengang gerne als Pilotprojekt nehmen möchte und dass er das dann innerhalb von Studepi, also unserer Lernplattform, diese Möglichkeiten austesten möchte. Und dann sind wir natürlich nach dem Workshop auch mit ihm in Kontakt geblieben, um den Fortschritt auch zu verfolgen und gucken, wie wir das in der Zukunft dann umsetzen können, wirklich in Studepi. Genau. Ja, das wäre es dann zu den Workshops.